Hey, ihr wollt mal ein Praktikum mit Erasmus Plus im Ausland absolvieren, habt aber viel zu viele Fragen. Wie? Wo? Wann? Das ist doch viel zu teuer. Lehnt euch zurück, ich erkläre es euch. Meine Praktikumsstelle habe ich auf erasmusintern.org gefunden. Dort könnt ihr die Firmen und die Unternehmen direkt per Mail kontaktieren. Achtet bei eurer Suche aber bitte genau darauf, dass ihr persönlichen Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmt, damit ihr genau wisst, was in eurem Praktikum auf euch zukommt. Und ein vergütetes Praktikum ist auch von Vorteil. Meins war leider nicht vergütet. Dazu aber später mehr im Punkt Finanzierung. Ich hatte in meinem Fall Glück. Ich wurde sofort nach der kurzen Kontaktaufnahme per Mail, ohne Motivationsschreiben und ohne Lebenslauf, zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Nur 2 Tage später hatte ich die Zusage im Bereich Creative Writing and Research Support. Im Normalfall müsst ihr aber auch wie in Deutschland, wenn ihr euch um ein Praktikum bewerbt, ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf abschicken und werdet dann erst zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Bis zu einem Monat vor dem Start eures Praktikums könnt ihr die Erasmus Plus Förderung bei dem International Office eurer Uni beantragen. Die Beantragung dabei läuft ähnlich wie bei einem Auslandssemester. Die Höhe des Fördergeldes wird in 3 verschiedene Ländergruppen eingeteilt. Auf Zypern habe ich pro 30 Tage 495 Euro erhalten. Ich hatte jedoch Kosten von 600 bis 700 Euro pro Monat. Zusammengesetzt aus 300 Euro Miete für ein Zimmer mit Balkon und Bad in einer Vierer-WG. Plus ca. 200 Euro Lebensmittel, plus ca. 150 bis 200 Euro Reisekosten. Ich habe somit begonnen, mit Nebenbeschäftigungen mir Geld früh genug für das Auslandspraktikum zu verdienen. Hauptsächlich mit Straßenmusik. Es handelt sich um ein Erasmus-Praktikum. Das heißt also erneut, wie bei einem Auslandssemester, dass du mit allen anderen Erasmus-Teilnehmern in einem Boot sitzt. Ich hatte das Glück, in einem internationalen Arbeitsumfeld mit spanischen, mit litauischen oder mit polnischen Arbeitskolleginnen zusammenzuarbeiten und habe daher jeden Tag auf Englisch kommuniziert. Und habt keine Angst, eure Chefs werden euch mit Sicherheit unterstützen. Wenn ihr Glück habt, findet ihr bereits neue Freunde in eurem Praktikum. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, ob bereits Erasmus-Praktikanten vor Ort sind, in dem Zeitraum, wenn auch ihr dort seid, dann schaut einfach mal in Facebook-Gruppen oder versucht auf irgendeine Art und Weise Kontakt aufzunehmen. Sucht auch nach Veranstaltungen und besonders nach einer ISN-Gruppe. Ihr seid dort als Erasmus-Praktikanten herzlich willkommen. In meiner Zeit auf Zypern war ich erneut als Korrespondent für die Kampagne Studieren weltweit erlebes vom Deutschen Akademischen Austauschdienst tätig. Auf dieser Seite werdet ihr noch einige Informationen zu meiner Zeit dort finden. Lasst euch inspirieren und schaut gerne mal vorbei. Ich bin wirklich glücklich, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ihr werdet einfach so viele Sachen lernen über verschiedene Kulturen und ihr werdet euer Englisch aufbessern. Und außerdem, ihr wollt ja später nicht da sitzen und denken, ah Mist, hätte ich das mal besser angepackt. Macht's und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne über die verschiedenen Accounts. Die Informationen dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut!